Angespannte Ruhe in Washington am Tag nach der Gewalt. Es herrscht weiter eine Ausgangssperre. Das FBI ermittelt. Die Innenräume des Kapitols gleichen einem Schlachtfeld. Der künftige US-Präsident Joe Biden meldet sich erneut zu Wort, spricht von einem der düstersten Tage in der amerikanischen Geschichte. Dass es so weit kommen konnte, sei Trump und seiner hetzerischen Rhetorik geschuldet. Was wir gestern erlebt haben, war kein Widerstand, keine Unordnung, auch kein Protest. Es war Chaos. Das waren keine Demonstranten. Wagen Sie es nicht, von Demonstranten zu sprechen. Das war ein randalierender Mob. Das waren Aufrührer, inländische Terroristen. Inzwischen fordert auch die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dass Trump nicht länger im Amt bleiben dürfe. Ich fordere den Vizepräsidenten auf, diesen Präsidenten abzusetzen, indem er sich sofort auf den Zusatzartikel 25 unserer Verfassung beruft. Tut er das nicht, wird sich der Kongress darauf vorbereiten, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Auch die Kritik an der Polizei wird lauter und der Ruf nach einer unabhängigen Untersuchungskommission. Die Randalierer, die auf den Stühlen im Kapitol saßen, sollten hinter Gittern sitzen. Die Leute, die Beamte im Kapitol angegriffen haben, müssen wegen Angriffs auf Sicherheitskräfte angeklagt werden. Viele dieser Leute könnten wegen Aufwiegelung vor Gericht landen. Der Kongress hat inzwischen den Willen des Volkes erfüllt und das Ergebnis der US-Wahl bestätigt. Trump kündigte einen geordneten Amtsübergang an, spricht aber weiter von Wahlbetrug. Facebook hat sein Konto deshalb für 2 Wochen gesperrt. Trumps Posts seien eine Gefahr für die friedliche Machtübergabe.